So, ich bin heute hier in der Tiefgarage der alten Handelskammer. Das ist die gute Zusammenarbeit der SVP mit Karamaski und den Grünen in der Landeshauptstadt. Und wir sehen, was unter Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung verstanden wird. Dreck, versiffte Ecken ohne Ende, Müll. Schade, dass man auf dem Video den Geruch, den Gestank nicht riechen kann. Es werden in der nächsten Zeit sicherlich noch weitere Film- und Fotoaufnahmen zu diesem Thema von mir veröffentlicht werden, denn es reicht mir. Als Anrainerin des Bahnhofsparks, aber vor allem als Frau Bozens, bin ich einfach nicht mehr gewillt, diese Zustände, die längst untragbar sind, einfach hinzunehmen. Ich bin es auch leid, mir von Männern in der Politik, sei es auf Landes- oder Stadtregierungsebene, weiterhin anzuhören, dass man angeblich gegen diese 50 bis 80 Personen, um die es sich dreht, die zum Großteil illegal hier sind, kein Bleiberecht haben, mehrfach vorbestraft sind, vom Drogenhandel und anderen kriminellen Machenschaften leben, dass man hier keine Handhabe hat und nichts dagegen unternehmen kann. Auch hier wieder eine Ecke, wo sicher nicht Vollmilch getrunken wurde, sondern wo man sieht auf Staniolpapier Reste von Drogen. Auch diese Plastikverpackungen sind die Verpackungen, wo Drogen, so wie die Drogen gekauft werden, Spritzen, auch wieder versifft. Auf dieser Flasche beispielsweise wird Kokain zubereitet, Kokain Crack gekocht. Man sieht Staniolpapier, ich möchte nicht ins Detail gehen, was man sonst noch alles sieht. Ich möchte auch nicht mehr von jemandem regiert werden, der diese Ecken zugelassen hat, der diese Verwahrlosung zugelassen hat. Und ich möchte schon gar nicht von Menschen regiert werden, die immer wieder von Menschlichkeit gepredigt haben, aber letzten Endes verantwortlich dafür sind, dass wir mitten im Bozen, mitten im Zentrum Menschen im Dreck versiffen lassen. Von solchen Menschen möchte ich künftig nicht regiert werden. Ich möchte eine Veränderung in Bozen.